Kinder sehen einfach alles. Es ist so wie eine Führungskraft. Man wird permanent beobachtet von den Mitarbeitern. Und das Entscheidende ist eben, dieses Vorbild vorzuleben. Wenn du leben willst und vor allen Dingen weißt, dass deine Lebenszeit endlich ist, warum verschwendest du sie dann? Und es war dann auch nicht mehr eine Frage von, ich plane das, sondern sobald ich aus dieser Klinik raus war, das erste Mal wieder im Büro, habe ich meinem Partner gesagt, ich bin raus.